Ja, hallo. Das ist die DAX-Analyse für ja, Freitag, den 28.02.2020. Und ich bin mindestens so sprachlos wie diese Pappnase hier. Also, hier bimmelt das Handy die ganze Zeit im Hintergrund, macht nur Bing, 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 Bing. Ja, das muss man erstmal verarbeiten. Also, ja, mittlerweile stehen wir auch schon unterhalb des Fensters. Was wollten wir sehen? Wir wollten sehen, dass der DAX unten auf die 450 geht und sich mal meine Fresse. Nee, ich kann ja nicht, ich kann nicht einmal so ernst anfangen hier. Das geht nicht. Meine Fresse. Also, jetzt wird es vor allen Dingen langsam interessant, ne? Also, der hat sich jetzt hier noch auf 12.065 stehen wir jetzt hier auch so plötzlich, ne? Wenn Sie oben aufs Fenster klicken, gucken, sehen Sie es. Das wird wahrscheinlich noch einen Abwärtskick geben hier. Ich glaube, wir kommen sogar unter die 12.000. Dann haben wir fast 1000, 1800 Punkte an einem Stück. Ohne ernsthaften Rücklauf, ohne auch nur irgendeine grüne Tageskerze dazwischen gesehen. Ich habe Ihnen ja gestern schon mal, oder was vorgestern schon mal gesagt, dass ich das komisch finde, wie unser Mailverteiler so ist, wie die Leute sind, dass sie noch zu cool sind, dass da zu viele einfach auch sagen, ach, schöne Rücksetzer, freue ich mich, kann ich mich in mein Cash reingeben, dass da zu wenig Angst drin ist, ne? Und ich habe deswegen so ein bisschen schon so Bedenken geäußert, ob da entweder vielleicht noch was richtig Krasses nach unten kommt, dass es das noch gar nicht war, oder nach oben. Ich glaube, wir sehen es jetzt am Freitag. Also ich fürchte ja fast, dass man es übertreibt und dass hier echt die Kisten vom Handel mal ausgesetzt werden. Weil das haben wir echt schon lange nicht mehr gesehen. Und das wäre wirklich mal was, wo man auch mal sagt, das ist mal wieder eine neue Grenzwerterfahrung. Das ist mal wieder was, was selbst erfahrene Anleger nicht kommen sehen haben. Oder wo es dann einfach in Grenzwerte reingeht, das ist schon echt schwer, sich da auch zusammenzureißen. Ne? Nicht zu sagen, hier irgendwo, jetzt ist gut und jetzt muss er doch langsam mal drehen. Also ich sehe das ja auch bei guten Freunden und Kollegen, ne? Die hier ja, langsam da sitzen und sagen, ja, muss doch jetzt mal eine Erholung kommen, er muss mal 500 Punkte und so weiter gehen. Ne? Ich will Ihnen jetzt nicht den Chatverlauf hier, private Chatverläufe zeigen, aber ich habe mit einem Kollegen zum Beispiel, habe ich vorhin da gesessen und habe gesagt, weißt du, was mich ein bisschen irritiert? Ich muss jetzt aufpassen, dass ich hier nicht zu dick drauf dick auftrage, sonst sehen wir hier morgen 6% nach oben. Aber ich habe zu ihm gesagt, weißt du, was mich total irritiert, ist, dass so viele da sitzen und sagen, oh, ist doch alles cool und noch Rücksetzer und kann ich mal das ganze Cash loswerden? Und wir wurden auch im Premium-Dienst von vielen angeschrieben, hey Martin, was kann man denn jetzt für Aktien kaufen? Wo kann man denn kaufen? Ich glaube, es haben sehr, sehr viele ihr Cash bereits jetzt schon umgewandelt. Und da habe ich zu ihm gesagt, man muss allerdings sagen, der Nasdaq stand zu dem Zeitpunkt noch etwas weiter oben. Den hat es ja jetzt auch nochmal richtig zerledert hier. Wahnsinn. Und habe gesagt, du, pass mal auf, wenn du die Kerzen siehst, was, nee, halt, wir waren auch auf einer anderen Zeiteinheit, wir waren auf der Zeiteinheit, hier waren wir gewesen. Und dann, der Nasdaq stand vorhin hier oben. Und da habe ich zu ihm gesagt, du, pass mal auf, der hat jetzt hier oben reagiert, 161er, schöne Übertreibung, oben rausgegangen. Ne? Das ist ja letztendlich auch das, was so ein bisschen in der Jahreseröffnung, der stand vor uns echt noch hier oben, ne? Das war gerade mal ein bärisches Engelfing. Und da habe ich gesagt, was würdest du sagen, jetzt mal so ganz neutral betrachtet, was auf so eine Kerzenkombination hier oben folgen könnte? Und die, die bei uns im Seminar waren, die kennen sowas. Ne? Da sollte zumindest ein Aufsatz hier oben aufs mittlere Band, ne? Also der Bereich um 7690 bis 7600, der wird jetzt interessant, aber auf jeden Fall wird da sehr wahrscheinlich auch noch eine rote Kerze hinterherkommen. Ne? Das heißt also, so wie sich die Märkte jetzt momentan angeschossen und eingeschossen haben, müsste man sogar fast davon ausgehen, dass da ja auch ein ganzer Monat, vielleicht sogar 2 oder 3 Monate jetzt erstmal gebraucht wird, um das zu verarbeiten. Ne? Dass der Markt das erstmal verarbeitet, diesen ganzen Druck. Ne, diese ganzen Erholungen, die dann jetzt kommen werden, die werden doch auch immer wieder dann zum Verkauf genutzt. Leute, die dann sich zurückziehen, Leute, die rausgehen, denen das einfach zu heiß gewesen ist, die aber unten gesagt haben, ne, hier brauche ich nicht aussteigen, warte ich, bis er ein bisschen zurückkommt. Also das ist auf jeden Fall schon, das ist schon echt krass halt, ne? Und ein anderer Kollege hat gesagt, na, pass mal auf, der hat noch ein paar Handelstage, der macht noch eine grüne Kerze draus. Fand ich auch mega, die Aussage.
Ne, aber grundsätzlich habe ich schon ein bisschen Bedenken dabei, wie cool alle noch sind. Und da kommen wir jetzt wirklich an den Punkt, jetzt mit Donnerstagabend, das, was er jetzt hier hinten noch rausgeledert hat. Es haben so viele von uns zu mir geschrieben, ja, das wird es wohl jetzt gewesen sein im Dark Star, da wird es wohl morgen Aufwärtsgap geben. Ganz, ganz viele hier geschrieben, als er hier wieder hochgekommen ist auf die 450. Ne, auch ich habe durchaus gedacht, dass er noch an die 600 rangehen kann. Das wäre dann für meine Donnerstagsregel recht passend gewesen. Aber man muss jetzt aufpassen, weil ab hier unten wird es jetzt offenbar langsam aufregend, wird es langsam ängstlich und unbegreiflich. Und wenn der Markt unbegreiflich wird, kann er unheimlich leicht sich Geld holen, weil die Leute auch viele Fehler machen halt, ne? Also Stops rausnehmen und sowas und Positionsgrößen vielleicht dann sogar wieder erhöhen, obwohl man vorher gesagt hat, man macht sie klein und so weiter. Das heißt, das hier unten ist jetzt, also für die großen, für die Banken, für die großen, richtig großen Institute ist das hier das reinste Schlachtfest jetzt halt, ne? Deswegen. Hier unten, wir waren jetzt auf der 1250 schon. Ich bin hier sehr gespannt. Persönlich würde ich nämlich sagen, letzte Rille, um normal das Ganze irgendwie zu beenden, weil darunter würde ich schon sagen, unter 1200 Eskalation bis 12400. Na, halt. Nee, nicht 12400, 11400. Unter 12.000 hätte ich dann echt hier unten. Guckst du mal, hier kommen. Eine rosa Linie. Ich lösche sie nicht raus, ich färbe sie nicht ab. Sie wissen, was sonst passiert. Wir müssten fast, gucken Sie mal, vor ein paar Tagen haben wir noch mit 1-Stunden-Chart abgearbeitet. Jetzt wird selbst der 2-Stunden-Chart absolut unbrauchbar. Wir müssten jetzt auf 4-Stunden-Chart wechseln. Die Volatilität ist zu groß. Wir machen selbst in den Intradays-Updates, wo wir sonst mit M5 arbeiten, müssen wir momentan mit auf Stundenebene arbeiten, ne? Im Dienst, die Mails, die wir rumschicken, wo wir immer wieder schreiben, von da und da sind Bewegungen möglich, da sind Reaktionspunkte und so weiter und so fort. Da müssen wir selbst auf Stundenebene momentan arbeiten, weil man im 5-Minuten-Chart ja gar nichts mehr anfangen kann. Wir haben eine Volatilität, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, der VDAX New, der notiert über 30. Das hat man nun auch nicht oft. Das ist schon krass. Also das ist volatilitätsseitig, haben wir hier echt, echt, echt viel drin. Und dann muss man Tagesschwankungen von an die 600, 700 Punkte muss man ja jetzt einplanen. Es wird ja nicht weniger in einem aufbeschleunigenden Trend. So. Ich übertreibe jetzt mal mit Absicht in der Hoffnung, er kriegt sich dann vielleicht auch mal zum Freitag ein bisschen stabilisiert, aber die Woche ist ja so brutal schlecht. Also meine Fresse, ich würde mich jetzt hier als Institut nicht trauen, Freitag die Finger reinzuhalten. Dann kommen am Wochenende noch irgendwelche dummen Nachrichten und dann kracht noch alles tiefer. Also, pff. Hui, 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 mein Schwan, mein lieber Schwan. Also, passen Sie auf. Ich glaube, es ist nicht verkehrt, dass wir die letzten Tage so viel Zeit uns genommen haben, so lange Videos gemacht haben und immer wieder auf die Disziplin gepocht haben. Das sind Wochen, das sind Tage, an denen kann man mit CFD, Futures, mit, das ist scheißegal, was sie handeln, selbst mit Aktien können sie richtig viel Kohle verlieren. Sie können momentan mit allem richtig, richtig viel Kohle verlieren. Und das Problem ist, das sieht man meistens nicht. Man sieht immer, ach, die Riesenchancen, ach, und da könnte man doch, und ach, wenn man jetzt und so, ne, also. Passen Sie bitte auf, das ist echt heiß, das ist einfach gefährlich, das ist hohes Risiko hier momentan. Ne? Da sollte man Herr seiner Sinne sein, da sollte man wissen, was man tut, Erfahrungen haben und so weiter und so fort. Das ist auch absolut kein Markt für Anfänger. Kann man auf dem Demokonto gerne probieren, mit rumzuhampeln, aber man muss sich im Griff haben. Darauf kommt es an. Ne? Es ist nicht unbedingt, dass beim Trading kommt es nicht darauf an, dass Sie wissen, was ein V-Umkehr ist, was ein SKS ist und alles, was Sie in irgendwelchen Scheißbüchern lesen können. Das ist völlig Wumpe beim Trading. Das Wichtigste beim Trading ist, dass Sie sich kennen, dass Sie sich im Griff haben, dass Sie wissen, wo sind Sie fehleranfällig, wann machen Sie Fehler und wie kriegen Sie sich um diese Momente drumherum navigiert. Das ist das Wichtigste beim Traden. Ne, die eigenen Schwächen und Stärken zu kennen. Und nichts anderes machen sie dann. Dieses ganze Technikzeug, das kann man sich mal auf einem Seminar zeigen lassen. Oder man liest zigtausend Bücher über wochenlang hinweg sich selber durch. Das ist total egal. Aber was beim Trading das Wichtige ist, ist dieses eigene Umgehen mit Fehlern. Na? Und zu wissen, wann man wie richtig und gut agiert. Also das ist der Schlüssel und das fehlt einem am Anfang einfach. Das kann einem auch keiner kaufen, das kann einem keiner bezahlen, das muss man erst reinbekommen. Und deswegen ist das meiner Meinung nach ungeeignet für Anfänger. Gut, also gehen wir es durch. Wir haben hier unten die 1250, die kommt aus dem Tageschart, ne? Da erinnern sich, haben wir eine schöne Linie gehabt. Wir waren gerade dran gewesen, sind direkt von richtig krass jetzt wieder weggesprungen, stehen jetzt schon wieder 100 Punkte höher. Sollte der Markt an der 1,50 oder höher rauskommen zum Freitag, kann ich mir eine Stabilisierung vorstellen.
Und kann mir vorstellen, dass wir uns hier vielleicht mal fangen. Sollte der aber tiefer gehen, vielleicht sogar per Abwärtskipp reinkommen. Boah, keine Ahnung. Ich gebe ihm so einen Platz bis 11.400. Also ehrlich, ich will gar keinen Pfeil einzeichnen, weil da kann alles passieren. Der nagelt ja so dermaßen durch. Wir machen mal hier so die wichtigen Ziele, die altbekannten, so die 800, 800, denn gehen immer ganz gut, ne? So eine 11.800. Sowas kommt immer cool. Mag der Markt gerne. Auch so 11.690 sehen wir hier sogar. So ganz typische Marken, an denen findet unser DAX gerne mal gefallen. Und ansonsten hier unten wird es dann interessant. Die rosa Linie, warum auch immer die rosa ist, warum die dort liegt, ich habe keine Ahnung mehr. Das muss schon ewig her sein, dass wir dort waren. Aber sie war mal wichtig, genauso wie die 370. Sie erinnern sich, die haben wir rausgelöscht, einfach dort tief. Ich habe momentan Aggression, wenn ich diese rosa Linie sehe. Ich würde sie am liebsten rauslöschen oder färben, aber wir lassen sie einfach mal drinnen. Wird wahrscheinlich dann die Tiefbildung und dann schauen wir, wo er reinkommt. Ey, aber passen Sie auf, wirklich. Ansonsten, was kann ich Ihnen noch mitgeben? Was gibt es hier an Sachen, wo man sich vielleicht ein bisschen was ableiten kann? Also, wir sind definitiv über den Februarschlag vorletztes Jahr sind wir drüber hinweg. Ne, da haben wir drüber gesprochen. Hier 2018 hat man sowas schon mal. Das hier, wo es so richtig krass war, wo so richtig krass war, ne? Sieht jetzt aus wie ein Fliegenschiss hier, was er gemacht hat. 1500 Punkte sind wir da runter, dann 500 hoch. Das haben wir sogar schon durch, ne? Da lacht der eine vielleicht, weil wir sind schon 1450 Punkte gefallen und dann 500 hoch. Also da sind wir schon drüber hinweg, spulen das jetzt quasi in einmal schnell Durchlauf durch. Danach hat es den DAX noch. Was sind das hier? Ja, im Tief. Naja, so viel ist es nicht. 700, noch 400 Punkte runtergeschoben. Ich glaube, da sind wir schon fast drüber hinweg. Ja, noch nicht ganz. Also wir haben hier auf jeden Fall eine Kante. Die sehen Sie, das ist eingezeichnet hier vom Tageschart. Könnte ich mir vorstellen, dass die reagiert. Es wäre auch typisch für den DAX. Wir haben auch hier einen Gap, aber ich will den sehen, dass der sich auf der 150 hält. Ich will sehen, dass der unten dran war. Ich will sehen, dass der eine grüne Kerze hinstellt. Dann kann man hier Long versuchen, auf jeden Fall Richtung 12.600, 12.650 dann, aber echt tun sich den Gefallen und gucken sich an, dass der muss da Ruhe reinkriegen. Also so wie der momentan drauf ist, müsste man ihm auch zutrauen, dass er hier unten raufkommt auf die 11.430 und schauen Sie mal, da kommt sogar eine dicke, fette, schwarze Linie an. Und dann setzen wir uns jetzt auch nochmal einen Pfeil mit dran, weil die haben wir ja auch auf der anderen Zeiteinheit. Also wenn da oben das nicht hält, dann hier unten, ja, und mehr ist da nicht. Danach ist Schicht im Schacht. Also danach kann ich hier unten die Gaps closen. Da haben wir noch bei 10.401, hier haben wir noch eins. Bei 11.000 müsste man mal durchgehen. Hier gibt es bestimmt noch ein paar andere, die noch offen sind. Ich glaube, wir haben sogar noch eins bei 9.350 offen. Aber jetzt, das geht zu weit. Also. Man sagt, wo ist denn das? Wo steht denn das drin? Jetzt muss ich überlegen. Ich habe auch ein paar Bücher gelesen. Ich meine, es war der Murphy mit diesen bestimmten Tagen folgen, ne? Dass so krasse Ausprägungen oft in einem bestimmten Zahlenzyklus haben. Ich meine, es ist 5, 8, 11. Ich guck mal kurz, ob ich es finde. So, liebe Freunde, ich hab's gefunden. Es geht um Zeittheorie. Nicht der Murphy war es der Meister. Meisterszahlen, Basic Numbers 9, 17, 26. Das sind sie gewesen. Das heißt, anderes als ich mir gedacht habe, vom letzten hoch 9 Tage runter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hätten wir noch 3 Tage Platz. Was haben wir jetzt hier auf dem Wecker? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. Passt leider nichts dazu. Das hätte ich noch im Angebot, um mal hier ein bisschen noch was Wissenschaftliches mit reinzubringen. Man sieht es halt häufig, dass bestimmte Trendbewegungen tatsächlich sich in so einer Struktur aufbreiten lassen. Also da können Sie mal mit durchgucken. Das geht nämlich noch ein bisschen weiter hier. 9, 17, 26, 33, 42, 51, 65,
76, 129, 172 und es ist echt häufig so, wenn sie rückwirkend mal durchzählen, irgendwelche Bewegungsmuster, irgendwelche Abschnitte, dass die halt häufig dann wirklich auf so eine Zahlenfolge von der Ausprägung rausgehen, ne? Dass man, wenn man jetzt hier zum Beispiel zählt, 1, 2, es wird nicht genau passen, wäre jetzt verwunderlich, aber was haben wir, 9, 17, 26, 33 und wenn man mal hier diesen Aufwärtsimpuls durchzählt, sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 Tage genau bis zum Hoch. Ja, passt, ne? 9, 17, 26, 33. Also, passt einfach sehr häufig, dass man hier in solchen Zyklen eben die Tage wegzählen kann. Das ist wirklich mal von ganz hinten hergeholt hier aus der Hexenkiste, aus der Zauberkugelkiste. Aber man kann sich an sowas tatsächlich das oft herleiten. Und wir hatten das letzte Hoch einfach mal hier oben. Na, auch wenn das Intraday hier nicht sieht, die Futures, die waren da oben. Sprich, 3 Tage könnte man ihm jetzt noch nach Platz unten geben. Das ist der Freitag, das ist der Montag und dann auf den Dienstag das Tief. Das würde dann auch zu einem Turnaround Tuesday passen. Und man sollte sich deswegen einfach nach unten noch ein bisschen Platz lassen. Also öffnen Sie Ihre Gedanken, seien Sie nicht zu sehr, das muss doch, ne, sowas funktioniert nicht. Schauen Sie, wo wird es stabil, bringt der Umkehrkerzen rein, bringt er nämlich keine, geht er weiter, geht er tiefer. Und in dem Maß können Sie einfach weiterdenken und mitbleiben. Schauen Sie sich, wie kommt er hoch, wie geht er runter. Ist er denn stabil? Dreht er auf? Zeigt er sich ruhig? Dreht er ab? Kippt er weg? Wir haben zum Beispiel auch gesagt, eigentlich hat er, also mir hat er heute ganz gut gefallen, ne? Wir haben dann auch am Mittag, also wir haben hier unten nach dieser Umkehrkerze, haben wir auch gesagt, na, Rücklaufziel so 4,50 rum und dann müsste er eben zeigen, wenn er da drüber geht, kann er auch locker noch 6,20 dann schaffen. Ja, und dann ist er da so weggekippt und haben auch gesagt, nee, das ist jetzt zu schwach jetzt hier, das sieht nicht gut aus, da hätte mehr kommen müssen, das ist dann eher enttäuschend. Das hat man auch am Vormittag, als er sich am Doppelboden hier versucht hat, da haben wir dann auch gesagt, das ist zu gering, da muss noch tiefer kommen und versuchen so einfach über den Tag ein bisschen zu gucken, versuchen so ein bisschen zu beobachten, zeigt er sich schwach, zeigt er sich stark, dreht er um oder dreht er nicht um und gehen es dann da einfach mit. Ne, also nicht zu sehr versuchen zu gucken, wo kann er hin, muss er jetzt drehen, versuchen sie wirklich mitzugehen, ne? Kommt der hoch oder kommen sie, wir machen ganz kurz hier einfach mal Seminar, ich gebe eh keine mehr, da kann ich Ihnen auch alles so verraten. Nee, warten Sie, das kann ich Ihnen jetzt nicht zeigen, da ist noch ein Konto. So, machen wir hier mal ein bisschen Sachkunde. Sachkunde. In biologischer Verhütung, ne, waschen Sie sich die Hände, das hilft. So, aber was auch gegen Corona hilft oder gegen die Auswirkungen am Aktienmarkt ist die Bewegungsfolge. Kommt der Markt so runter und nur so wieder hoch oder kommt dynamisch hoch und flacht dann so ab? Ist das so, können Sie fast von ausgehen, 60 bis 70% dickes Indiz dafür, dass der zu schwach ist. Warum? Weil er runter zu dynamisch kommt und hoch zu abflacht. Ne? Ich bezeichne das immer als Abflachen, das heißt, er verliert an Tempo. In dem Moment, wo er sowas macht, können Sie eigentlich fast, in dem Moment, wo er dann hier unten wieder drunter geht, hier Short rein, Stop drüber, laufen lassen. Weil im Abwärtstrend ist das Wahrscheinlichste, dass wir neue Tiefs ausbilden, also fallende Hochs, das ist dann das und das. Das ist ja fallend, ne? Also es ist niedriger als das vorherige, fallende Hochs und fallende Tiefs. Das wäre dann das und das. Das ist das Wahrscheinlichste im Abwärtstrend. Die Fortsetzung dessen, sprich, Sie können ab dem Moment hier drauf spekulieren, dass wir neue Tiefs bekommen. Dann hier unten erstmal wieder rausgehen, abwarten. Da haben Sie bestimmt schon 200, 300 Punkte dann drin. So, dann schaut man sich an, okay, wie kommt er jetzt zurück? Ne? Kommt er hier wieder bloß langsam angekleckert, irgendwie sowas hier? Dann warten Sie einfach, kommt hier Druck rein. Wenn der Druck dann reinkommt, wieder rein, Stopp drüber und mit der Kiste. Das ist Trendfolge, so handelt man in Trend. Mal wirklich ein Seminar, 2 Stunden in kurze 2 Minuten zusammengefasst. Ganz easy, so einfach ist es dann am Ende nicht. Gibt es schon noch ein paar Feinheiten, die man beachten muss, aber so grundlegend muss man das beachten. Ne? Was machen Sie, wenn der Markt aber die ganze Zeit fällt und 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 auf einmal macht er den? Dann Achtung, das ist ein Zeichen, dass Sie aus dem Short raus müssen. Das sind Impulskerzen, die dann mal kommen. Die können eine Trendwende einleiten. Das heißt, in dem Moment, wo mehr Dynamik wieder auf der Käuferseite ist, dann müssen Sie auch nicht in ein Orderbuch reingucken. Das reicht vollkommen, wenn Sie auf den Chart gucken. Das sehen Sie dort, dass da mehr Käufer reinkommen, sonst würde nämlich der Markt nicht steigen. Ne? Und so schnell können Sie gar nicht die Zahlen im Orderbuch durchgucken, wie das momentan da durchflattert. Wenn der stark schnell nach oben kommt,
Zeichen, okay, hier erstmal genug, gegebenenfalls raus. Hier kann man aber auch versuchen, long reinzusteigen, Stop drunter werfen. Vorsichtig allerdings bitte sein, ne? Wir sind im Abwärtstrend. Ne? Das heißt, Potenzial ist eher nach unten, nicht nach oben. Aber es sind eben Punkte, wo man rausgehen muss aus dem Markt. Ne? Und wenn Sie sich mal zum Beispiel die 5-Minuten-Kerze da angucken, die von der 12.200 heute weggegangen ist, die hat so eine Bewegung gemacht und was kommt, dann steigt der Markt häufig oben raus. Und dann geht es hier wieder oben los. Kommt er da wieder rein oder flacht er dann wieder nur ab? Ne? Macht er dann sowas hier, dann können Sie fast wieder davon ausgehen, okay, sobald er nach unten anzieht, Short rein, oben raus. Nach dem Grundprinzip, mal wirklich Seminar in ganz schnell zusammengefasst. Wir werden auf unserer neuen Seite, ich habe das eigentlich schon fest vor, wir kommen bloß absolut, also dadurch, dass die Woche hier so Katastrophe ist, absolut nicht so vorwärts, wie wir uns das vorstellen. Wir werden da so eine Online-Bibliothek dann auch mit reinmachen. Ich gebe dann aber auch nochmal Bescheid. Ich habe da wirklich vor, dann auch mal so wie kleine Videokurse einfach reinzumachen. So ABC, so typisches Anfängerzeug, was einfach jeder wissen muss, ne? Dass man das sowas damals in so einer kleinen Online-Bibliothek einfach mit bereitstellt, ein paar Videos dazu. Weil es ist sowas, das muss einfach jeder wissen halt, ne? Das muss man kennen. Sonst geht man hier in solchen Bewegungen halt gänzlich unter halt, ne? Und versuchen Sie auf so was zu achten. Sprich, das, was ich Ihnen jetzt gezeigt habe, meine ich mit, versuchen Sie sich nach dem Markt zu richten, wie der sich bewegt. Ne? Da brauchen Sie nichts drumrum, da brauchen Sie keinen Indikator drin, da brauchen Sie gar nichts. Sie müssen bloß die Kerzen angucken, wie die bewegen und Sie können schon ein bisschen erkennen, wenn so viel Wumms und so viel Volumen drin ist, reicht das vollkommen aus und Sie erkennen schon, wo haben wir einen Überhang, wo haben wir keinen Überhang. Ne? Gut. Also das einfach mal schnell als Kurzseminar mit dazu, um Sie besser auf morgen vorzubereiten. Bleiben Sie mir am Leben. Wenn Sie nichts setzen, können Sie nichts verlieren. Das möchte ich immer noch in den Hinterkopf mitgeben. Und bleiben Sie vernünftig, machen Sie keinen Scheiß. Ansonsten sehen wir uns vielleicht hier unten an der rosa Linie dann zum Montag wieder mal schauen oder irgendwo auf der Zwischenstation und dann per Gap den Rest. Da schauen wir uns mal an. Ich will ihn zum Freitag zur Eröffnung über 1,50 sehen. Oder zumindest hier unten und dann schnell hoch. Dann glaube ich, kann er sich stabilisieren. Kann er sich stabilisieren, wäre jetzt so das Ziel die 450 und die 600. Eher vielleicht sogar die 600 dann. Na, das wäre jetzt von unten eine schöne Rücklaufmarke, dass man sagen könnte, okay, 600, das wäre jetzt ein guter Anlaufpunkt von unten, um dann erstmal wieder ein bisschen einzufedern. Na, ansonsten die 450, die ist gern gesehen. Die Marker von unten kommen sehr, sehr gerne. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er sich da auch weiter nochmal aufhält. Und 650 wäre aber mein Erholungsziel. Also das so auf der Oberseite erstmal das, was wichtig ist. Unten haben wir, wie gesagt, ja, alles oder nichts. Da wird der Bereich um 12,50 einfach wichtig aus dem Tageschart und dann eben hier unten der Bereich um 11.400, 11.500 rum. Ja. Mehr kann ich Ihnen jetzt nicht mehr, ich kann Sie nicht besser vorbereiten. Also das ist alles so, was ich jetzt für den nächsten Tag mit in den Hinterkopf nehme. Ich versuche mich, ich persönlich hampel hier auch nicht großartig rum. Ne? Also wir sperren auch im Dienst so die ganzen Trades hier raus, weil das fliegt uns nur um die Ohren. Das ist zu risky. Und da möchte ich auch nicht die Anfänger motivieren, da irgendwie drin rumzuschnuppern, weil man braucht hier halt eine gewisse Erfahrung, da braucht man ein Händchen für, da muss man auch mal wissen, wie passt man seine Positionsgröße denn an, wie verändert man sich denn auf einem veränderten Markt. Das können manche, die 2, 3 Jahre traden, können das nicht. Ne? Das heißt, ich kann das von meinen Anfängern, die im Dienst sind, kann ich das nicht erwarten, auch wenn wir dort ja mehr Hilfestellung geben als alles andere. Aber da müssen wir auch ein bisschen auf die Leute achten, dass uns da keiner hops geht und können halt einfach immer nur ermahnen und auch die Risiken aufzeigen, die da sind. Gut. Okay, also ich fühle mich nach meinem Video jetzt bestätigt, dann doch mal so ein Anfängerkurs damit zu machen, so ein kleines Schulungsvideo da einfach, so einen kleinen Kurs, den man damit reinstellen. Im besten Falle, den da jeder dann sich einsehen kann. Aber da sage ich Ihnen dann auch nochmal Bescheid. So, jetzt kommen hier schon wieder die nächsten Nachrichten rein. Ich mach zu, ich bin total fertig hier nur vom Zugucken. Ich wünsche Ihnen was und wie gesagt, also das muss noch nicht zu Ende sein hier. Da ist noch. Es fehlt noch was. Ich habe viel zu wenig Gejammer auf dem Chart. Ich glaube, der am meisten ja heute jammert, das bin ich im Video halt, ne? Aber das hat, also die letzten 2 Stunden fand ich überraschend. Die haben jetzt angefangen bei mir auch ein bisschen zu treiben. So, bisher hat mich das noch recht cool gelassen, aber das fängt langsam bei mir auch an zu treiben jetzt, wo ich selber schon sage, na, das ist jetzt aber übertrieben, das ist jetzt krass. Sprich, auch ich werde jetzt plötzlich, ich fange jetzt plötzlich an, in Versuchung zu kommen, ne?
Oh, jetzt könnte man doch aber langsam mal hier was dagegen stellen und dann hast du 500 Punkte oben raus als Chance. Sowas klappt in der Regel nicht. Dann geht er eher in die andere Richtung nochmal. Also das kann ich schon aus Erfahrung einfach sagen. Aber wir schauen mal. Also Umkehrkerzen müssen kommen, es müssen grüne Kerzen kommen. Vorher brauchen sie keinen Long versuchen, dann gehen sie eher nochmal Short mit. Bis zu den Punkten bei 12,50, der ist wichtig. Dann die 11,800, die ist wichtig. Und dann die 11,400, 11,500, die ist wichtig. Ne? Auch hier das offene Gap. Was ist das hier? Schluss 11,413. Ne? Also 11,400. Ja, da kommt hier einiges zusammen. Haben wir auch einen schönen Kreuzwiderstand. Ist vielleicht ein bisschen viel, ich weiß es nicht, aber wenn wir hier uns wie hieß er, Meisterszahlen mit dazu nehmen und sagen, der kann auch 3 Tage durchfallen, warum nicht? Halt meine Güte, ne? Also, warum nicht? Ich würde so kotzen hier, ey. Sitzt man hier monatelang, sitzt man die Schlong-Scheiße aus, guckt sich hier Tage an, wo der 50 Punkte steigt und der ballert das in 5 Tagen alles runter. Wahnsinn. Der S&P sieht ja noch schlimmer aus. Also, hui. Wahnsinn. Aufregend. Echt aufregend. Popcorn rausstellen morgen. Ne? Also, die beste Trading-Empfehlung ist eigentlich Popcorn rausstellen und zugucken. Ist so. Also, ich wünsche Ihnen was. Machen Sie das Beste draus. Bleiben Sie bitte heiler. Und wir hören uns morgen wieder. Ciao.